Hallo, heute zeige ich euch, dass man mit einem in die Jahre gekommenen Laptop durchaus noch eine sinnvolle Sache machen kann. Ich mache daraus eine Musikbox für MP3-Dateien. Der Laptop ist ein Siemens Fujitsu-Rechner mit 600 MHz und 512 MB RAM. Als Betriebssystem ist XP installiert mit Service Pack 2. Der Rechner sollte eine 80 GB Festplatte besitzen und es sollte ein LAN oder WLAN installiert sein. Weiter benötige ich einen Internetbrowser, in meinem Fall Firefox, das CD-RIP-Programm CDX und das Audio-Abspielprogramm WinAmp. Alle Programme sind kostenlos und sollten von bekannten Seiten runtergeladen werden. Das Programm CDX liest die CD aus und kann den einzelnen Tracks die Titelinformation zufügen, dann braucht man dies nicht mehr manuell zu machen. Dazu muss eine Internetverbindung bestehen, damit die Tags der einzelnen Titel aus einer riesigen Datenbank rüberkommen. Die Tags in den Audiodateien liefern Informationen zu Interpret, Album, Titel inklusive dem Albumcover. Nach Klick auf Extrahieren wandelt das Programm die Audiodateien in MP3 um. Das ist schnell erledigt. Für eine CD mit 12 Titeln benötigt das Programm ca. 10 Minuten. Ich habe, um Zeit zu sparen, das Programm auf weiteren Rechnern installiert und kann somit mehrere CDs gleichzeitig rippen. Den MP3-Dateien sagt man einen gewissen Qualitätsverlust nach, was aber bei meiner Musikbox und Partymaschine keine Rolle spielt. Viel wichtiger ist die Datenmenge, die ich auf meiner Festplatte erreichen kann. Das sind bei ca. 1000 GB geschätzte 400.000 Titel. Als nächstes lade ich WinAmp herunter. Das ist ein Audioabspielprogramm, welches ausgezeichnet mit einer riesigen Musikdatenmenge klarkommt. Die Installation ist einfach. Nach dem Öffnen bauen sich drei Fenster auf. Das ist einmal der Player, die Datenbank und die Playliste. Damit die gerippten Musiktitel in der Datenbank erscheinen, müssen diese gescannt werden. Dazu auf Option klicken, dann auf Einstellungen und auf Lokale Medien. Im Auswahlfenster den Speicherort der MP3-Dateien auswählen und danach Neu scannen klicken. Je nach Datenmenge kann das Scannen auch länger dauern. Nun werden die Musiktitel in der Datenbank angezeigt, einschließlich Interpret, Album und so weiter. Das Datenbankfenster kann individuell eingestellt und nach allen Richtungen sortiert werden. Einzelne Titel können dann mit der Maus in die Playliste eingefügt werden, die dann nacheinander abspielbar sind. In der Suchleiste können Titel eingegeben werden, die dann, wenn vorhanden, in Sekundenschnelle abgespielt werden. Viel Spaß bei dem Einlesen eurer CDs und bei eurer nächsten Party. Nun bleibt uns nur noch, den Audiostecker vom Verstärker in den Laptop zu stecken und schon geht's los.